Der Buschmann ist da, ja. Das sieht aus, als hättest du so ein Chloroform-Ding vor der Nase, so, als würdest du das davon leben, einfach. Sieht ja, gut guck aus. mal, du im Gesicht hast, du hast ein Blatt bei mir im Gesicht. Schön, auch schön. Ja, ich Ja, sag mal kurz, herzlich willkommen, ne? Zurück bei hallo. ARK. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Svenny ist auch wieder mit dabei. Hallo, meine Freunde, aber So, ohne Stream heute. Wo haben wir denn aufgehört, ne? Okay, wir müssen den die Zaun Mauer. bauen. Die Mauer. So, wo waren wir jetzt gerade? Wir sind immer im Thema und streifen dann ab, ne? Ist das Ja, mal aufgefallen? über Internet waren wir gerade beim Thema, ne? Ja, Internet, ja. Das war ein Thema. Vodafone hat zurzeit einen Hasskick. Oh ja, ich bin so froh, dass ich, also das kann ich jetzt mal, Alter, bin ich froh, dass ich da weg bin. Junge, du tust mir wirklich, wirklich leid. Warte, ich mach mal hier immer Ich habe seit Monaten nie wieder Probleme gehabt. Und seit gestern, vorgestern, ich glaube, hier im ganzen Gebiet ist es zurzeit echt scheiße. Dass hier Internet weg ist. Ja, ich weiß es nicht. Die machen das teilweise. Wir haben einen Schalldämpferaufsatz, okay. So, ich muss mal eben ein bisschen passende Musik suchen. Aber ich glaube, das ist ganz gut. So, dann lass mich mal überlegen. Was brauchen wir? Wir brauchen wieder einen Haufen Steine, einen Haufen Holz. Ich würde einfach auch eine Sache vorschlagen, ganz ehrlich. So, was mit, denn? Klopp mal mit, wie heißt er, Max, genau den großen Brocken hier weg. Den? Okay. Ja, weil, oder? Nee, pass, nee, nee. Bleib mal oben drauf stehen, mal gucken, ob ein Hit reiht. Nein, mach das nicht, mach das nicht. Ja, was denn? Ich dachte, ich gerade, weil das ist richtig gut, weil dann haben wir hier so eine Rampe, aber von der anderen Seite kommst du ja nicht hier rein. Das war ja mein Plan eigentlich. Obwohl, doch, kommst du. Nein, du kommst dann nicht oben drauf. Doch, also wenn wir jetzt hier eine Mauer ziehen direkt. Recht. Ich zieh weg. Ja, aber warte, wir können aber auch hier eine Mauer bauen. Aber wir müssen eh da die Seite zumachen, sonst können die Tiere trotzdem abhauen da durch die Seite. Ja, ist auch wieder wahr. Ja, dann mach weg, hau weg. Ich komm schon jetzt weg. Noch ein letztes Mal mit König der Löwen spielen. Oh, okay. Das waren drei Hits. Das war doch mehr, als ich dachte. Weniger, als ich dachte. Also wenn ich gleich kurz weg bin, ne, dann ist der Pizzamann da. Ja, macht dir keinen Stress. Okay, also Steine, kümmerst du dich drum? Dann würde ich jetzt einmal mit dem Herrn Weiß hier auf den Rücken würde ich Holz holen. Ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie es bei dir nächstes Wochenende aussieht, von der Zeit her. Oktober schwierig, weil wir haben jetzt Halloween-Wochen, ne? Ah, ja. Auch am Wochenende? Ja, gerade da sind die Highlight-Tage. Also nächste Wochenende noch nicht. Aber lass mich mal überlegen, was ist denn das nächste Wochenende? Das ist der 9. dann, ne? 8. Ja, müsste sein. Okay, ja, kann man vielleicht, das könnte noch möglich sein irgendwie. Danach dann die Woche. Ich mal einen Tag frei. Am Samstag. Och Mann, ey, ist das dein Scheiß, Ant, du dummer Kacknapp hier. Helf mir mal. Wer ich? Ja, auch du am besten. Ich kann nicht. Was bist du eigentlich für ein Vieh? Ich glaube, das ist so eine Chiara. Pulovia. Ja, das ist Chiara. Okay, Chiara, lass das sein. Ich hole mal nochmal meinen Säbelzahntiger dazu. Ich glaube, das ist, das ist besser. Welche Mavis hat die Squashers. So, wo nehme ich denn mit? Zahnfleischgranate, ne? Das ist eine gute Sache. Komm mal mit. We have things to do. Hi Schoki, der Victor war vorhin da. Aber wir haben doch noch relativ viele Bäume, wenn man mal so guckt, ne? Also so wenig Bäume haben wir jetzt, also, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Do you know what I mean? I know what you mean. Esel. Oh, ich kann nicht springen. Max, geh weg. Ah, ich kann außerhalb gehen. Ach ja. Sag mal, wie siehst du das eigentlich, ne? Wir haben ja letztes Mal über das Pflegerdasein geredet, ne? Ja, bitte. Jetzt sind sie alle am Streiken. Wie siehst du das? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir dürfen vertraglich nicht streiken. Ach, du bist nicht. Ach so, ja gut, du bist in keiner Gewerkschaft, okay. Aber würdest du, wenn du könntest? Wir haben eine Maff und alles. Also, wir dürften. Aber das Problem ist, wir kriegen Sachen. Also die handeln das aus und alles. Aber das Problem ist, wenn wir streiken, wer kümmert sich um die Leute? Ja, eben, deswegen. Also ich habe das im Radio gehört und ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass die Pfleger streiken, ne? Das sind echt beschissene Bedingungen, unter denen ihr arbeiten müsst. Kann ich auch. Also, aber die Leute, also gut, oder was für Leute haben denn da jetzt gestreikt? Das sind, glaube ich, die. Boah, ich kann's. Weiß ich gar nicht.
Ich habe gar nicht mitgekriegt. Also jemand mit Krankenhaus war da auf jeden Fall. Da stand Walter Watts ist tot. Oder bin ich doof? Wo stand, da stand nichts. Der Walter Watts hat was getötet. Hier war wieder irgendwas. Oh. Das kann natürlich sein. Ich habe die alle auch neutral gestellt, dass die, wenn die angegriffen werden, wenigstens was machen. Nee, also, ja, die ist darf gestreikt werden. Ich weiß nicht, ob das staatlich sein muss, weil ich glaube mal, wenn du wirklich zu so einem, wenn du zum privaten Krankenhaus, glaube ich, gehörst, ne? Privat verdienst du eh scheiß wenig Geld, wenn man ehrlich ist, so Privathäuser. Es gibt ja Altenpflegeheime, das sind, oder Pflegeheime, die sind jetzt von der Kirche halt, ne? Die kennt man ja, ne? Diakonie oder sowas, ne? Mhm. Und es gibt, Sachen, die sind halt privat. So private Häuser. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, ne? Ja, ja, ja. Ja, die sind halt, da ist ein privater Typ, den gehört das halt, ne? Ja. Und der hat eine GmbH damit oder keine Ahnung. Klar. Der, ist ja auch, der arbeitet ja auch profitorientiert, das ist ja richtig. Ganz normal. Also es wird auch sehr viel geschmudert da, sag ich mal in dem Sinne, weil die gehen echt nur auf das Money, ne? Also den Personal wenig bezahlen, viel Geld nehmen und dann scheißsteinreich werden. Ja, du musst überlegen, halt... Pflegeheime werden gehandelt, also so private Heime werden einfach verkauft an Firmen. Das musst du dir überlegen, dass die damit Profit machen können. Alter. Das ist wirklich so. Das ist knallhart eigentlich. Darum habe ich immer gedacht, warum die Rocker oder so noch nicht da eingestiegen sind. Aber ich glaube, die haben zu viel Ehre, um sowas zu tun. Die Rocker? Ja, es gibt ganz ehrlich, du kennst doch die... Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also du meinst du jetzt so Hells Angels oder was? Ja, sowas. Warum die Hells Angels noch kein Pflegeheim gekauft haben, ist die Frage, oder? Wie ja, jetzt? Aber du machst scheiß viel Kohle damit, ne? Das hört sich doof an, ne? Aber du könntest echt fett Kohle damit machen. Ja gut, klar. Natürlich. Ich, ja, das hört sich echt doof an, aber boah, kannst echt Money-Rich-Bitch sein. Machen die lieber Enkeltrick, es geht schneller. Geht schneller, aber macht nicht so viel Kohle, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Nee, das ist, ich hab da an dich denken müssen, als ich das im Radio gehört habe. Und ich dachte mir, Alter, scheiße, ey. Pflegerstreik ist schon hart. Ich glaube, dass wenn du vertraglich gebunden bist... Also, die das verboten ist im Vertrag, weil das ist ein Kündigungsgrund für die, ne? Krass. Ja, gut, verständlicherweise. Ja, aber ich denke mal, das sind die privaten Krankenhäuser und so. Wie viel Stein und so brauchst du jetzt noch für den? Weiß ich nicht. Ich bin gerade hier ein bisschen am Aussortieren bei uns in der Werkbank, dass ich ein bisschen Platz habe. Ich packe aber schon mal Steine rein und Holz. Dann baue ich jetzt wieder ein neues Tor erstmal, würde ich sagen, oder? Genau, deswegen sage ich ja. Soll ich den anderen dicken Stein da auch noch wegmachen mit Max? Nee, mach mal, lass erstmal. Wo brauchen willst noch ein du das Tor denn haben, bevor wir jetzt ein Tor bauen? Wohin? Hier? Guck mal, wo ich stehe. Ja, also das Problem ist, was du schon richtig erkannt hast, der Stein hier, ne, wovor ich stehe, über den kommst du dann wirklich hier rein. Da kannst du einfach hochlaufen und runterspringen. Deswegen würde ich einfach sagen, machen wir hier das Tor hin, ja. Aber dann haben wir doch echt wenig Platz hier in der Base. Du hast ja recht gehabt eigentlich. Deswegen, dann lass uns doch lieber jetzt erstmal so arbeiten, ein bisschen vorankommen. Dann können wir immer noch vergrößern. Dann können wir theoretisch da hinten sogar den ganzen Bereich, den ganzen See noch hier einkreisen. Weil dann spawnen hier auch keine Krokodile mehr und so. Oh. Ne? Aber dafür können wir tauchen gehen da dann, ne? Ja, was heißt, ich meine, das können wir jetzt auch schon. Warte, wir können ja mal gucken, ob da Perlen sind auf dem See. Ja, aber ich habe keinen Bock, vom Krokodil getötet zu werden. Ach, da ist schon ein Krokodil. Wo? Da hinten, gegenüber von uns. Also hier ist auf jeden Fall... Warum denn 1,2? Was ist das für ein Blödsinn? Das sind auf jeden Fall Fische. Das ist schon mal gut. Alter, wenn wir jetzt hier Perlen vor der Haustür hätten, das wäre der Klopper, ich sag's dir. Aber leider... Kann man nicht mit Krokodilen eigentlich tauchen gehen, wenn man die zähmt? Du kannst wollen wir nicht den zähmen? Ja, weißt du... Ja, warte, dann nehmen wir den direkt. Komm, dann nehmen wir den. Ich kann nicht, der hält mich fest. Ja, dann lass dich einfach gehen. Er ist tot. Okay. Okay, was hat er hier? Einen hat er mir zurückgegeben. Weil ich habe sogar noch Prime Meat im Dingens drin, ne? Wenn wir uns jetzt schnell ein Krokodil holen, dann, ich muss meine Rüstung mal fertig machen, aber okay, Krokodile, dann pass auf, weißt du, wo viele Krokodile sind? Ja, ja, wenn du da gerade, wenn du hier hoch gehst, hier lang gehst. Okay, warte, dann schnapp ich mir Frederik und dann... in die Richtung. Mhm, dann zähme ich da euch uns einen schnellen Krokodil. Mach das, dann mach ich mal reparieren Rüstung und baue schon mal das Tor. Und dann nehme ich hier auch den... Ah, warte, dann...
Ein bisschen hab ich überhaupt genug noch. Holzer? Holz habe ich gerade geholt. Bringe ich dir noch eben rein hier. Ja, wenn wir noch genug Platz haben. 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, einmal. Ja, Holz brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich noch Steine, ein Paket oder zwei. Mhm. Okay. Ich glaube, meine Pizza, der Pizzafahrer kommt gerade. Okay, ich muss kurz, bin sofort da. Bis dann. Ja, ja, alles gut. Gut, dann gehe ich jetzt. Dann nehme ich jetzt das unheilige Trio mit hier. Und los geht es. Dann gehe ich auf Krokodilsjagd. Hier ist so ein Skorpion. Okay. Achso, hier Sushi und nie weg, ne? Vielen Dank für eure Subs, Mensch. Entschuldigung, ich war gerade so in Gedanken. Weil ich suche nämlich gerade die beiden, die mir folgen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hergekommen bin. Scheiße. Ach, da. Ah, ja, okay. Mhm. Ja, komm mal hoch. Vielen, vielen Dank für 7 Monate und 6 Monate. Knusti, der Überlebenskünstler, jetzt kannst du deine eigene Wurstbar bauen. Ja, hoffen wir mal, ne? Hoffen wir mal, dass das wirklich so kommen wird. Und arg am Abend, schön ist das. So ist das, ne? Richtig schön ist das. Oh, lecker ist hin. Was hast du denn leckeres bestellt? Wieder 2 Gyros-Pita oder was? Nein, heute habe ich mir Nudeln bestellt. Ich hatte irgendwie Bock auf Nudeln. Mit einer geilen Sahnesoße. Dann gönn dir, Bruder. Brudi, gönn dir Nudeli. Ich muss langsam... Mal so eine RP-Frage an dich, ne? RP-Frage, okay. Was denn? Das ist ja kein Meta oder so. Hannes war ja letzte Woche noch dabei, ne? Hast du heute nicht... Heute ist ja Freitag, ne? Mhm. Hast du nicht um 21 Uhr den Termin bei Little Italy heute wieder mit dem Schulze und so? Ja, ist mir jetzt auch egal, wirklich. Also, ich hab da jetzt... Für so einen kurzen Termin gehe ich jetzt nicht ins RP und ich habe auch gerade gesehen, Max streamt. Der vertritt das wohl ganz gut da, denke ich mal. Und die werden das schon verstehen. Also in der Situation, wie gesagt, ich bin dafür OOC viel mehr am klären, dass das alles wieder läuft, als dass wir da jetzt in-game irgendwie versuchen, das hier gerade zu biegen. Finde ich nämlich immer noch ein bisschen schwierig. So, das sind keine Krokodile. Was fehlt mir denn zum Reparieren? Oh, Polymer brauche ich und Fasern. Muss ich mal eben holen alles. So, machen wir die mal alle auf. Neutral. Scheiße, okay. Nein! Okay, waren beide Level 4, waren beide scheiße. Ich mach gerade das, was man nie tun sollte im RP. Ich guck auch deinen Stream nebenbei. Du. Was soll das denn da? Ich denn jetzt? Willst ja, ich guck gerade deinen Stream. Nee, ich guck gerade deinen Stream. Das ist Meta, was du da machst, ne? Das ist hier klar. Ich weiß. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verrecken wegen dem Krokodil. Aber ich kann ja mal. Warte mal, ich. Ich geh jetzt mal mit Frederik hier auf den Dino drauf. Wo ist Carsten Stahl? Scheiße. Carsten Stahl macht jetzt Mobbing-Beratung. Der Junge, der ist, nee, der meint den Kano. Ich glaube, den haben wir damals so genannt, ne? Das ist schon, boah, Alter! Ist das dein scheiß Ernst? Nicht so weit springen! Der Carsten Stahl war unser erster Kano, glaube ich, damals im LP. Boah, ich hab's mal gesehen, ne, damals, Dodo Wars, ne, das war so lange her, ne? Ja, das war noch dein allererster RP mit Marc. Ach, jetzt sag ich schon RP statt LP. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie sitze ich denn ab, wenn ich jetzt hier... Hi, Boy. Das ist doch wohl ein Witz hier, ey. Oh, ich
brauche irgendwie ein Higher Ground hier gerade. Warum? Oder ich bin einfach schnell. Ja, weil die dich. Die springen mich an und stunnen dich, ne? Ich weiß, die halten mich fest. Ja, eben. Das ist vielleicht jetzt. Eigentlich ist gut, wenn du ohne die Tiere dahin gehst. Hi Schoki. Hi Gimperator. Cool, cool. Wie geht's euch denn heute? Cool. Oh. Hallöchen, nee. Ihr. Ja, das hat gut funktioniert. Oh, da muss ich gleich mal wieder hochbringen, ne? Das kann auch hier bleiben. So, ich brauche noch Steine. Max, gib mir Steine. So, jetzt muss ich nur noch hier ein. Oh. Boah. So. Krokodil. Ist hier ein Krokodil? Den See meinte ich eigentlich nicht, aber. Egal. Oh. Hm. So. Mal gucken. Mal kacken. Strukturen. Stein. Tony Horny Morny. Tony Drang. Da ist ein Wolf. Da ist ein Wölflein, ne? Welche Level? 76. Kommst trotzdem nicht an meinem OP-Wolf ran. So. Mit wem hast du denn Holz geholt? Mit Yuri? Nein. Oder mit. Wo ist der Sony? Mit dem, den hab ich ja dabei, weil da ist halt das Fleisch drin und ich hab dir eigentlich fast das ganze Holz da schon rausgeholt. Okay, wir brauchen Holz. Ja, komm, dann machen wir das erstmal fertig hier. Warte, ich komm mir mal eben helfen, ey. Du mit deinem Jahr. Alter, wo sind meine ganzen Betäubungspfeile hin? Wo hab ich die hingelegt? Die hab ich irgendwo. Hast du die rausgenommen irgendwo vielleicht? Nein, ich hab meine. Okay. Du kannst halt. Ich brauche neue Pfeile dann und Betäubungspfeile machen. Wie viel Narkose? Da ist ein Kroko, da ist ein Kroko, da ist ein Kroko. Er ist gestorben an zwei Narko-Pfeilen. Das war traurig. Du musst einen schießen und dann 10 Sekunden warten. Der ist Level 4 gewesen. Ich will nicht so ein Abfallprodukt von einem Krokodil. Gibt's eigentlich jetzt Biber hier auf der Map oder Nee, ich glaube nicht. Bin ich ganz ehrlich, glaube ich nicht dran. Okay. Ja, komm, ich bring dir eben den. Schreibt doch einer gerade, dass du Steinpfeile verschießt statt Narko-Pfeile. Kein Wunder, dass die einfach krepieren alle. Ja gut, das ist ein Argument auf jeden Fall. Vielen Dank. Das war einfach dumm. Das gebe ich zu. Ich lass hier mal eben hier den Walter da. Oh, du hast ja schon ein Tor gebaut. Schön. Mhm. Weil ich glaube, Walter hat eh kein Dingsfleisch mehr und ich glaube, das ja, doch hat er, aber das vergammelt gerade. Gut, dann scheißen wir da jetzt einfach drauf. Du kommst mit mir und du machst dann. Wir brauchen noch kein OP. Ich weiß, aber ich will über Level 10 haben wir ja wohl mal sein. So habe ich überhaupt aber noch nachgefallen. Aber mir einen Wolf André mit Level 8, ey. Ja, aber da ging es auch noch darum, dass du überhaupt mobil bist. Wir reden jetzt hier von Luxus, dass wir tauchen können. So. Versuch am direkten zweiten. Ja, ich will zusammen tauchen. Ich mach das schon. So, da hinten ist schon wieder ein nicer Krokodil. Wer ist denn der Ariel, die Meerjungfrau von uns beiden? Du oder ich dann? Ich bin Sebastian wahrscheinlich eher, so vom Gemüt her. Okay. Und du bist Ariel, die einfach irgendwelche Gegenstände von den Menschen nimmt und sich damit umbringt fast. Okay, so, der ist Level 8. So, jetzt muss ich wieder Rasten bauen. Habe ich nicht noch oben welche gehabt? Irgendwo im Schrank? Zaunfundament. Perfekt. 8 Stück habe ich noch. GG. Den setze ich jetzt erstmal schön.
Kakeschlange hier, ciao. Boah, ich hätte den Tor weiter. Nee, der Tor weiter in Berg hätte ich nicht bauen können. Oh. Da hätten die Tiere nicht mehr durch. Da habe ich zweimal nices Filet gesnackt. Und irgendeine Notizen gefunden. Das kann ich noch mitnehmen, das ist mir scheißegal. So. Jetzt brauche ich aber. Okay, Schlangen geben übrigens doch Prime Meat. Habe ich doch recht gehabt. Ja, komm, Level 8. Gibt es auf der Map auch die Greifen, die man sich auf die Schulter setzen kann? Was? Das sind ja keine Greifen. Das sind Vögel, die kannst du befehligen quasi. Er liegt? Jetzt schon? Level 8, sag ich. Ja, ist Level 8. Das ging sehr schnell. Ich will aber erstmal ausprobieren, ob das überhaupt geht. So. Hier, snack mal Prime Meat und werd mal 100 Level besser. Solange gehe ich auf den Dodo da. Ja, scheiß drauf. Das war's. Terror Bird killt fast. Oder beziehungsweise hat den angehittet. Ist auch egal. Dass du immer die Tiere töten musst, ich verstehe gar nicht. Ja. Ich hasse einfach alle Lebewesen, das weißt du ganz genau. Aber ich muss sagen, ich komme so langsam wieder, ne? Ich hatte gerade echt eine harte Downphase nach der ganzen Scheiße da vorhin. Kann ich mir vorstellen, da wäre ich aber auch angepisst, ja. Junge, ey. Aber deine zarte Stimme bringt mich einfach wieder zum... Oh, geil. ...zum Ergötzen. Das meine ich ja, wir müssen es aber mal wiedersehen, ne? Wieder. Wir können das auch in der Woche machen. Boah, in der Woche ist immer so scheiße, ne? Wir müssen sowieso noch was machen, wenn du noch dich dran erinnerst, wo ich. Ja, ich weiß, aber du hast ja nichts mehr gesagt dazu. Ja, die Woche war leider nicht das Wetter für sowas. Heute schon, aber du hast ja Spätschicht leider. Ja, das tut mir sehr leid. Es nee, ist nicht schlimm. Echt grausam. Ich habe immer 7 Tage spät, 5 Tage früh. 7 Tage spät, 5 Tage früh. Das ist ja. Es ist zurzeit echt eklig. Ich würde jetzt sagen, lass uns das im November machen, da habe ich Urlaub, aber das ist ein bisschen spät, glaube ich. Ja. Definitiv. Ja, sonst sagst du einfach mal eine Woche Bescheid. Nächste Woche habe ich zum Beispiel Frühdienst, wenn du Bock hast. Da ist was. Ja, können wir machen. Schick mir eine geile Nachricht und dann bin ich bereit. Der ist gut. Komm. Den gönnen wir uns. So. Yes. Hast du ihn? Ja. Mit Glück reicht das Prime Meat auch noch. Und es ist weg. Oh, aber eine Hyäne. Hier ist eine Hyäne. Perfekt. Die geben doch auch Prime Meat, ne? Oder? Boah, weiß ich. Ich hatte jetzt mal Glück, dass die Prime Meat haben. Aber da kommt nicht nur eine Hyäne, da kommt 4. Ey, ihr killt jetzt wieder meinen. Der ist Level 100, Alter. Oh, das tut weh. Oh, nein. Ja, die haben aber auch Prime Meat gegeben. Oh, ich habe ein Level 100 Vieh gekillt. Oh, den hätten wir echt gut gebrauchen können. Scheiße. Aber naja. Den müssen wir doch eh passiv zähmen. Eine Hyäne? Jo, wurde letztes Mal schon gesagt. Wie zum Teufel zähmst du eine Hyäne passiv? Mit dem Ghillie an, ranschleichen, den mit dem Fleisch füttern. Echt jetzt? Eine Hyäne? Ja, irgendeiner hat er letztes Mal geschrieben, oder? Die gehen doch direkt drauf, Alter. Wie soll das denn funktionieren? Erkläre es. Namen der Hexer? Hallo, ja, Anja. Freut mich, dass du da bist bei Marcel. Einmal. Ich bin gerade am Essen, wenn du am Spielen bist. Du machst das schon, ne? Regel das mal für mich hier. Ja, ich bin gerade irgendwie am Essen und versuche gerade Wände zu bauen. Also ich habe gerade nichts Spannendes. Die können ja bei dir zugucken. Ja, das wird schon. So. Herstellung. So langsam wird knapp hier. Alter! Der hat einen gesnackt, aber er fertig. So, wie nennen wir dich denn? Bertie. Schmariel. Schmariel.
So, Schmariel. Kann ich dich einfach so? Nee, ne? Reiten brauchen wir einen Sattel für. Okay. Gut, Frederik. Frederik. Oh, ich ersticke. Schön. Fast tot gewesen. Das hat sich gelohnt. Alter, das Krokodil, das gibt mir schon so richtige Gang-Vibes gerade, ne? So, gucken wir mal. Bounce. Zaunfundament aus Stein, das brauche ich jetzt. Ganze scheiß Leder, ey. Also ich, wirklich, ich knall das jetzt alles weg. Werf, ich habe auch schon weggeworfen ohne Ende. Auch das Keratin und das C-Team, wenn wir das brauchen, dann holen wir uns die Scheiße einfach. So. Was war das denn jetzt? Mal gucken, ob ich ohne wieder zurückfinde, ohne Karte. Ach, die Schmariel ist super langsam. Warte mal, da muss ich jetzt... Boah, aber super langsam ist gar kein Begriff. Und packt sich dann auch noch in so einer Wand fest. Also wirklich klug bist du nicht. Okay, warte mal. Was nimmt er noch hier? Machen wir mal nochmal Nahkampfschaden hier. Komm, ja, also, brava Junge hier, du schöne bisschen Schwanzwackel, du Sau. So viel Fleisch, da kannst du fast schon einen Wurstsalat damit machen. Oh Mann, oh Mann, ist der gut. Ja. So, und du machst auch nichts. Tot hier. Ja, ja, vergifte mich ruhig. Tony Morny, Alter. So. Ich drücke immer die falsche Taste. Zack. Ah, da ist er ja. Ja gut, dann. So, ich glaube, das müsste klappen. Auch wenn es jetzt ein bisschen scheiße aussieht, aber mega. Das funktioniert. Was denn? Sieht scheiße aus, aber funktioniert. Boah, Alter, das Vieh ist kacke dumm, ne? Das Krokodil? Ja. Was macht das denn? Ja, gegen die Wand laufen. Komm mal hier. Yes. Yes, sir. I can boogie. Yes, sir. I can boogie. Boogie, boogie. Jetzt brauche ich Wände. Wie viele brauche ich denn noch, dass ich das zu habe? Erstmal gehe ich zählen. Bevor ich wieder zu viele baue. Hm. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Du bist auch jetzt nicht viel intelligenter, ne? Bescheuertes Vieh. Komm. Jetzt kann's losgehen. Kommt, folgt mir, ihr meine Gesellen. Die Frage ist halt, wo wir jetzt mit dem Krokodil überhaupt tauchen wollen, ne? Weil in den Gewässern, in denen ich jetzt bisher war, war halt keine Perlen. Ich glaube, mein Handy klingelt. Oh, shit. Oh, oh. Hast du die Nudeln jetzt eigentlich schon? Ach ja, du isst ja. Ich bin am Schnabulieren. Und schmeckt? Sehr, sehr gut. Ein Moment, Telefon. Mhm. Was ist ein Scheiß hier? Kommt. Ey, wie. Ihr seid, ey. Oh, da lacht jemand. Da muss aber jemand lachen. So. Heißt euer neuen Kompan hier herzlich willkommen. Schmariel. So. Gewicht ist wichtig. Was ist das hier für ein Vieh? Wie heißt das nochmal? Caprosuchus. Machen wir. Capo, da Capo Alfin. Caprosuchus Sattel. Faser. Ja, komm, das ist ja ein Witz, ne? Das ist wirklich ein Witz. So. Wir können uns auch mal eine Sichel machen. Ja, eine Sichel mache ich auch mal. Das kriegen wir auch dafür für Kette hier. So.
Keratin, Leder, was war das denn noch? Super, super Toy Club Sattel. Fasern. Warum habe ich denn jetzt drei Zaunfundamente genommen? Das war keine Absicht. Wir haben dringend eine Metallsichel nötig. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Fasern wir jetzt dadurch kriegen. Uiuiui. Uiuiui. Das lassen wir mal, weil es schön aussieht. Und ab hier müsste das ja wieder nachwachsen, schätze ich mal. Das geht ja sogar. Ich dachte, da kommt deutlich mehr bei rum. Aber gut. Ach scheiße, du läufst mir immer noch hinterher. Das ist aber süß von dir. Denkt an mich. Wir finden, dass Trump sich jetzt mal Desinfektionsmittel spritzen sollte. Ganz ehrlich, ne? Meine ganz ehrliche Meinung. Ich glaube, Trump hat kein Corona. Und ich will jetzt nicht wie so ein bescheuerter Leugner klingen. Ich bin der Meinung, das ist alles Masche, um von seinen Steuerscheißsachen abzulenken, damit jetzt alle nur noch sagen, ja, Trump hat Corona, haben wir doch gewusst, haben wir doch gemacht. Ich glaube, das ist Masche. Ich glaube, das ist Masche. Das ist zu auffällig. Das jetzt genau jetzt hat der Corona. Das ist, weiß ich nicht. Der würde alles abziehen für PR. Ja, genau das ist es nämlich. So, probieren wir mal, ob das stimmt mit dem Sauerstoff. Gehen wir mal eine Runde tauchen. Und hoffentlich nicht krepieren. Das wäre ein bisschen scheiße. Oh, ich bin wieder da. Tut mir leid. Sorry. Hallo, willkommen zurück. So, ich bin jetzt wieder da für dich, mein Shitskin. So, okay. Ich wollte Mauern bauen. Also, Fakt ist, ich glaube, oder? Luft kann man dadurch nicht mehr, aber wir sind schneller unter Wasser. Deutlich schneller. Ja. Also, wir brauchen. Es ersetzt jetzt nicht den Taucheranzug, aber es macht es einfacher, jetzt auf- und abzutauchen. Ne? Also, man kann. Es gibt einen Taucheranzug? Ja, da haben wir doch letztes Mal schon drüber geredet. Hast du mich sogar gefragt. So, was brauchst du jetzt noch? Ich habe mal eine Sichel gemacht. Die lege ich mal hier direkt wieder rein. Da brauchen wir jetzt zwei von. Mit der Sichel kannst du Fasern farmen. Da kriegst du keine Bären, sondern nur Fasern aus den Büschen. Ich brauche Holz und Stein. Okay. Dann mache ich wieder Holz und du wieder Stein oder so, ne? Jo, ich muss eben nur das wieder mich leer packen. So, setze ich eben die drei Wände, die ich hab. Beziehungsweise wie viel Holz brauchst du? Boah, nicht mehr so viel. Ich glaube mal 500, 600. Also 200 habe ich nämlich noch hier im Dingens gehabt. Ja, da haben wir aber ein bisschen was auf Reserve noch liegen, falls wir wieder was irgendwas machen müssen. Ja, ich kann ah, allgemein... Jo, du musst das Tor noch bauen, dann brauche ich sehr viel. Okay, na gut, dann gehe ich zwei, drei Mal und dann haben wir so 3000 Holz, dann geht das schon. Ja. Also, ich brauche meine private Brigade. Habe ich vergessen. So, warte mal. Wie viel brauchen wir noch? Eins, zwei, Scheiße. Drei, ich glaube vier Wände. Und das Tor. Wo ist denn der Max da hinten? Warum hebe ich immer die Kothaufen auf? Alter, geh weg. Ist da etwa jemand kotneugierig? Ein bisschen Champagner, ein bisschen Kaviar. Lecker Schmecker. Lecker Schmecko. Machen wir mal sicher ist sicher. So, damit ich nicht komplett krepier hier. Zack, und los geht's. Ich muss gar nicht los mit Max. Der hat noch so viel Steine in sich. Oh, Walter hat gekackt. Oh, Herr Weiß. Oh, Herr Weiß. Doch nicht hier auf die Laken. Auf die weißen Laken, Herr Weiß. Warum ist ausgerechnet eigentlich der Drache Walter Weiß? Hat das einen Grund gehabt? Weil er immer so zickig ist. Da hätten wir bestimmt noch. Da hätten wir einfach eine Schlange nehmen müssen. Oh.
Ja, das wäre zu offensichtlich. Also die hätten wir jetzt nicht gebraucht, die Schlange, aber dann wär die Schlange da gewesen und sie würde Walter Weiß heißen. Ich habe mir fast eine gezähmt, da habe ich Ärger gekriegt. Ja, Schlangen sind auch total sinnlos. Also das ist, die brauchst du dir wirklich nicht zähmen. Können die nicht vergiften oder stunnen oder so? Ja, aber das ist einfach... wofür brauchst du so eine Scheiße? Du brauchst jetzt nicht jede Fähigkeit auf der ganzen Insel, die du mit dir rumschleppst. Das ist einfach... ist cool halt. Ist cool. Wir sollen jetzt erstmal gucken, dass wir vorankommen. Dann können wir halt immer noch alle zähmen, wenn das Gehege groß genug ist. Ja, komm, nee, ich dreh schon wieder um. Das ist... also eigentlich müsste ich mir einen besseren Walter Weiß zähmen, weil der hat hier... welches Level ist überhaupt? 9... nee, ich bin 89. Der ist 81, weil das Inventar ist wirklich winzig, ne? Ja, ich hab den aus den Scheiße geskillt. Ich wusste ja am Anfang nicht, dass man den auf Holz-Dings gehen kann, ne? Ich kann nochmal überlegen, ob ich jetzt nochmal hingehe und nochmal einen neuen zähme. Na egal, wir arbeiten jetzt erstmal mit dem, was wir haben. Oh, wir haben echt ein Krokodil. Ein echter Krokodil. Level 25. Ist halt nicht so gut, ne? Aber für Perlenfarm reicht das allemal. Für was anderes brauchen wir da die Vieh eh nicht. Wir brauchen noch für das Holztor, nur für das Holztor brauchen wir noch 200 Holz. Ich bin gleich da. Oh, Gewitter. So denke ich nämlich auch. Ich will alles zähmen irgendwie. Aber ja, ich darf nicht. Ich kriege immer Ärger. Was macht der Walter denn da? Der will zu Frederik. Der hat der Firma ist Frederik, aber ich habe ihn jetzt gezwungen, hier zu bleiben. So, hier. Haben die ein Verhältnis oder so? Kann sein. Aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das ist deren Ding. Ganz einfach. Ein Horny Wolf. Mein Wolf hat sich irgendwo festgebackt. Also wirklich schlau sind die Viecher auf der Map wirklich nicht, ne? Jetzt die Frage, wo ist er? Festgebackt. Scheiße! Ist Frederik etwa weg? Ja, und ich habe vorhin noch so gesagt, so... hä, oder ist er jetzt doch schon wieder im Lager? Oh. Ich glaube, Sven spielt nicht Ark, sondern Pokémon. Warum? Was soll das denn heißen? Weiß ich nicht, weil du gotta catch 'em all und so. Walter, da. Frederik ist außen am Tor und kommt nicht rein. Du bist wirklich dumm, ne? Du bist ganz schön dämlich. Aber dafür lieben wir dich. Frederik, du bist super süß. Ich flieg mal zum... ist Frederik eigentlich noch der Leitwolf? Ey, du hast doch da deinen komischen Lauch da hingestellt. Lauch, dein Wannabe. Der Wolle, ey. Das ist Wahnsinn. Was macht der Juri da? Der danced. Wird so langsam hier, ne, mit dem Booty. So, jetzt hol ich mal den Juri hier ran. Roter Drop, gleich guter Drop. Ich bin gespannt, was da drin ist. Hoffentlich mal was ordentliches. Bist du mit der Motte unterwegs? Ja, sichi, Alter. Mach mal Bombenabwurf, einfach so. Die Motte ist so geil, ey. Dumm, ey. Stell mal vor, du spielst wirklich PvP, so zwei riesen Clans gegeneinander, ey. Da kommen ganz viele Motten geflogen. Ja, so. Und werfen einfach ab. Flammenwerfer. Mantissattel. Ja, nimm, gönn dir. Tremsch. Zielsuchende Raketen. Okay, also das sind keine Einzeldinger, das sind Baupläne, habe ich gefunden. Und zwar meisterhafte Flammenwerfer. Elektronik, Metallbahn, Polymer, Schwefel, Zement. Uns fehlen nur die Perlen, dann können wir uns einen Flammenwerfer bauen, Alter. Alter. Und für den Brennstoff brauchst du Benzin und Treibstoff. Ich will ja nichts sagen, aber wir beide mit einem Flammenwerfer in der Hand, oder ich eher gesagt, in dem Spiel. Schwierig. Die Frage ist halt, was willst du mit einem Flammenwerfer? Ja, dann haben wir auch gerade gefragt, wir fackeln höchstens alles ab und wir sind in der Wüste. Wir bringen uns wahrscheinlich eher selber um, als dass uns das irgendwie hilft. Naja.
Herstellen. So. Das wollte ich bauen. Heidi. So. Da ist er wieder. Modder hat wieder Level Up. Da, ich bin stolz auf dich. Oder? Wer hat Level Up? Ich hab Level Up. Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat Level... Ah, doch, die Model. Level 57. Das ist auch so ein Blödsinn. Naja. So, Baupläne würde ich auf jeden Fall hier drin lassen. Hast du auch gelassen. Oh, die habe ich nach oben gepackt alle, weil hier kaum Platz drin war noch. Ja, im Prinzip sollten hier einfach nur alle Baupläne drin liegen und die Materialien, die wir dann quasi brauchen, packen wir nach oben. Also hier sowas wie Zielfernrohr oder Schalldämpfer kann da oben. Da ist noch deine Schuhe, glaube ich, drin. Stego-Sattel. Ankylo-Sattel. Kann alles nach oben. Das ist völliger Blödsinn hier. Das kann ganz weg. Warum sind hier Beeren drin? Hast du nicht gesagt, du hast hier aufgeräumt? Ja, gerade. Aber die Beeren hatte ich gerade in der Tasche. Ich weiß auch nicht, warum. Das kann weg. So. Wir sind zu. Nice. Außer hier ist ein kleines Loch. Ich weiß nicht, ob wir das zubauen sollten. Aber da kommt ja nichts durch eigentlich, ne? Also was Großes. Ich guck mir das mal sofort an. Raus. Ja, komm mal. Ich bring nochmal eben die anderen Baupläne runter. Also als nächstes peile ich übrigens an, das Haus fertig zu bauen. Das ist mein nächstes Ziel. Das hast du im letzten Stream schon gesagt und das war heute dein Ziel von Anfang an, aber kam noch nichts. Langsam kommt mir vor, ob du nur unterwegs bist und ich immer nur arbeiten muss. Ja, das ist richtig. Du bist ja auch mein das Knecht. Das ist ja wie mit Knutmann und Hannes. Du bist wie mein Knecht hier. Ja, es kommt ja nichts Großes durch. Also, ja gut. Es kann aber und trotzdem... Reinkommen wir auch nicht mehr, oder? Also, es kann sein, dass hier ein T-Rex durchflutschen kann, ne? Ja, okay, dann sollten wir da, mach ich das nochmal zu. Mal davon ab, weiß ich halt immer noch nicht, ob es überhaupt T-Rexe gibt, ne? Das ist, ich habe nur immer noch keinen gesehen, das macht mir Sorgen. Aber wir haben Kano gesehen. Und wir hatten auch schon Kano. Ja, den hast du leider nicht umgebracht, sondern ich. Ja, das ist korrekt. Leider habe ich den nicht umgebracht. So. Was ist das hier eigentlich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich herausgefunden habe, wie das Messsystem in den Rockwell-Rezepten aufgebaut ist, welche Leute bei sich hatten. 3 Portionen Fleisch, 10 Beeren, etwas Medizin, jede Art von Wasserbehälter, welcher mehr als 25% voll ist. Das verstehe ich nicht. Das ist irgendein Hinweis und den packe ich auch hier einfach mal rein. Ach komm, ich habe da noch Zäune, da brauche ich ja gar keinen bauen. Dann setze ich die mal eben. Was für ein Baum? Zaun! Also, da brauchst du auch reicht auch ein normaler Zaun am Ende, ne? Nee, so. jetzt möchte ich das vernünftig haben. Jetzt guck ich nochmal, wie das mit den Lehmgeschichten hier war. Wir brauchen auf jeden Fall viel Lehm und für Lehm brauchten wir nochmal was? Kaktussaft und Sand. Okay, Sand reicht einfach, wenn ich jetzt sage, Max. Wobei Max hat noch einiges, aber ich setze Max mal auf Wandern, ne? Mhm. Max soll einfach mal sammeln. Weil das geht ja jetzt. Aktiviere Wandern. Und dann Ernteeinstellungen. Kann ich hier auch sagen, was er mehr sammeln soll? Verhalten. Nee. Okay. Ey, aber Max, ich brauche Max kurz noch. Max, nein! Ja, lass ich machen. Ich guck mal Kaktus, sag mal mit Frederik. Ciao! Was machst du jetzt? Leben? Ja. Wir haben doch hier 169 Leben. Ja, damit kann ich wahrscheinlich 2 Wände bauen. Deswegen, wir brauchen einen Haufen... Eigentlich... Ah, scheiße. Wir brauchen eigentlich mal so ein Lastentier, was jetzt nicht 10 Meter hoch ist. Ja, aber was... Schwierig. Was ist denn mit diesen... Knechten da, diese Wasserknechte? Leute, könnt ihr uns irgendwie empfehlen? Ich denke jetzt gerade an diese Kamelviecher da. Hui.
Kamelviecher? Ja, die Wasser speichern können. Ich weiß nicht, die haben irgendeine Fähigkeit, dass sie irgendwie Wasser speichern oder dass man bei denen, die setzt man einmal ins Wasser und dann kannst du bei denen trinken oder irgendwie sowas. Ich kann mich da nur nicht mehr dran erinnern, wie genau das war. Die Kamele sind zum Bärenfarmen gut. Okay, ja, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Kaktussaft. Hm. Oder so ein Schwein? So ein, was machen die Schweine? Oh, so eine ganze... Boah, die will ich zähmen, ne? So ganze Schweinefarm. Ja, Schweinefarm. Ich renn mal eben weg vor dem Schwein. Aber die sind mir zu gefährlich. Ja, ich muss da noch mal rein. Oder, warte mal. Oh, hätte ich auch sofort machen können, ey. Ich kann schon mal kotzen. Bringst du Holz mit? Nee, ich zähle mir jetzt gerade mal so ein Schwein und guck mir das mal an. Weil das war jetzt gerade, hat sich jetzt gerade angeboten. Guck mal, wie viele davon kommen dann. Ist auch nur Level 4. Ist doch egal, kannst du. Ah, nee, hast recht, dann wissen wir nicht, wie viel das trägt. Nee, spare ich mir, weil da knall ich ab die Sau. Aber, wer ist er hier? Level 32, da sieht die Sache doch schon mal wieder anders aus. Aber er rennt weg. Der weiß bestimmt schon, was du für einer bist. Ich bin nicht so einer. Betäubungspfeile beschießen, die armen Tiere und dann ja mit nach Hause nehmen, ne? Vielleicht kennt er auch den Schulze. Der hat mich verraten. Ich treffe die Sau einfach nicht, ne? Hä, ich habe da jetzt eine Wand gebaut. Wo habe ich die? Oh, habe ich die jetzt da? Nein, da ist er doch. Ach Mann, das ist doch zum Kotzen. Egal, da kommt keiner mehr durch. Ich komme da niemals mehr durch, okay. So. So, ich muss Pfeile haben. Ich bin wirklich kein guter Jäger. Das ist so eine Verschwendung. Fasern und Stroh. Nee, komm, scheiß drauf. Alter, warum treffe ich nicht? Bin ich zu weit oben oder zu weit unten? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, du bist einfach zu weit weg, wie das so aussieht. Nee, ja, gut. Komm. Ist auch nicht wahr. Warum? Es ist nicht zu fassen. Jetzt habe ich es nochmal. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So. Möchte ich jetzt was machen? Ah ne, du willst dein Leben machen, dann soll ich das mal hier raus.
Was willst du holen? Kaktusscheiße? Mhm. Wir haben circa 400 Kaktusscheiße noch okay. Bei uns im Mörser drin. Dann kannst du die schon mal runter ins Stößel bringen. Ich kann gerade nicht. Ich muss Nachpose-Dinger machen kurz. Warum greifen die Spackos mich jetzt an? Liegt das Schwein wenigstens oder habe ich jetzt alles umsonst gemacht? Oh, verpisst euch, ey. Ganz ehrlich, niemand will euch. Doch, dich hätte ich gewollt. Level 116, Säbelzahntiger. Aber das Schwein liegt. Geil. Okay. Ziel erreicht. Was will man mehr? Und dann gucken wir mal, wie viel Gewicht die Sau da stemmen kann. Ich schätze einfach mal, das ist ein Fleischfresser. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ja, und du brauchst auch was zu finden. Eine Sau? Ein Fleischfresser? Ein Schwein? Ja, die Wildschweine würde ich jetzt mal schätzen, dass ein Fleischfresser. Also jetzt in echt nicht, aber hier im Spiel. So schätze ich die auf jeden Fall ein. Ja. Oh, ich habe Karottensamen gefunden. Ja. Wie gesagt, die bauen wir alle für das Anbauen. Können wir auch mal hingehen. Aber beim das Anbauen ist halt ein bisschen komplizierter, weil da brauchst du Dünger für. Und du brauchst Haben auch noch, hier ist Wasserversorgung. Aber noch Kacke. Ja, aber das ist noch nicht mal ansatzweise ausreichend. Und du musst das in so einem Kompost musst du das kompostieren lassen, dass das zu Dünger wird, die Scheiße. Mit Stroh zusammen. Und normalerweise hast du halt die diese Schweine da. Also nicht die Wildschweine jetzt, sondern mehr die. Ne, weißt du selber? Nein. Ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll. Schwierig. Schwierige Angelegenheit. Aber es war absolut richtig, die Sau zu zähmen, Alter. Die ist Level 47 und hat jetzt schon fast 500 Gewicht. Das heißt, wenn ich die jetzt mal mitnehme hier. Also jetzt sofort. Und ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir jetzt kämpfen. Heilt die mich dann? Mhm. Das will ich einfach mal ausprobieren. Die halte ich bestimmt und dann kriegst du bestimmt noch einen Bonus oder so. Okay, ich glaube, die Gefahr ist nicht akut genug, als dass ich... Keine passive Heilung steht hier drüber. Halt das Vieh nur andere Schweine oder wie? So. So ein bisschen Öl snaggen hätte ich jetzt auch nichts gegen, ne? Aber nur 4 Öl, also ein Witz. So, komm mal hinterher. So. Nein! Ah, Trottel. Das Schwein kann mindestens so viel tragen wie ich. Das ist schon mal gut. Ah, komm, Alter. Das ist ja wirklich, also das war wirklich eine gute Entscheidung. Deswegen bräuchte ich es ein bisschen, dass ich nicht noch gesagt habe, dass ich noch auf ein höheres Level warte. So, Juri. Dann brauchen wir nicht immer Juri mitschleppen zu allem. Ich meine, klar, passt in den mehr Metall rein. Ich komme mit dem Juri gerade nicht um die Ecke. Ja, das ist ein Eckenproblem. Hä? Oh. Bei uns hat ein neuer Burgerladen aufgemacht. Wo? In Oberhausen. Ja, wie wär's mit nächstes Wochenende?
Nee, also Burger und Lieferdienst. Jesse möchte den gerne mal ausprobieren, hat es mir gerade geschickt. Ach so. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich schon dabei. Aber ich meine, ist das nicht ein Veganer-Laden? Also jetzt ein Veganer-Burger-Laden aufgemacht. Ich meine, das kann man gerne machen und ich probiere das auch gerne mal, aber ich befürchte, das ist nicht so meine Welt. Das kann ich gut verstehen. Aber mal so einen Ersatz zu essen, ist glaube ich auch nicht mal so schlecht. Die Frage ist, wie das schmeckt, ne? Ich habe auch schon geile Sachen gegessen, aber ich habe auch schon Sachen gegessen, wo ich gesagt habe, bah. Ja, so geht's mir halt auch. Also, ich habe letztes Jahr bei Rock am Ring an so einem Foodtruck so ein veganes, was war das? Aus Kichererbsen so ein Falafel gegessen mit Jesse. Okay. Das war lecker, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann habe ich dann nochmal Bock drauf gehabt. Tatsächlich werde ich geheilt. Oder? Aber nur... Nee, das gibt's nicht. Das ist ja mal der Hammer, das Vieh. Das Vieh heilt uns einfach hier. Das ist geil. Junge, GG. Ey, das ist ja noch tausendmal besser als der Säbelzahntiger unterwegs. Was habe ich erzählt? Ach so. Ja, ich habe einen gegessen, fand den mega lecker und habe am nächsten Tag noch einen gegessen und dann hing mir das schon aus den Ohren wieder raus, ne? Weiß ich nicht. Also, ich habe da noch nicht so meine Form gefunden, aber ich muss auch echt sagen, ich bin da auch jetzt gerade aktuell nicht so hinterher. Einfach weil das auch meistens ein bisschen teurer ist, ne? Da esse ich dann lieber irgendwie mal ein bisschen mehr Gemüse, als dass ich mich da jetzt auf diese ganzen Ersatzdinger stürze. Und ich esse halt auch sehr gerne Fleisch, muss man auch dazu sagen. Das Problem kenne ich, ich sag nur Schnitzel. Er war nicht groß genug, ich sagte das. So. Ja, Beyond Meat habe ich jetzt auch schon öfter gehört, ne? Aber da lasse ich erstmal die Finger von, weil das ist doch. Ist das nicht schon wieder so ein Fertigprodukt? Ja, das ist Fertigprodukt eigentlich. Das, ja. Aber da, hast du das gehört eigentlich, der. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, der Ungar hat da rein investiert und viel Fett, viel Kohle damit gemacht, ne? Ja gut, dass der Simon Dinge investiert und viel Kohle macht, das wusste ich vorher auch schon. Aber das mal ein paar Ratschläge holen. Ich meine, das ist ja auch nicht dämlich in der Reichweite. So, du investierst in irgendwas und machst dann da selber Werbung für und dann ist voll geil und dann, klar, dass du dann viel Kohle scheffelst, ne? Und wenn das eine gute Sache ist, weil das ja scheinbar auch wirklich ist, ist das ja auch schön. Das soll doch für alle wirklich lecker sein, aber scheiße teuer, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie teuer, aber teuer. Wie teuer denn? Mal du, Victor. Ja, Victor war das, ne? Ja. Oh. So, ich bin bereit zum Arc-Spiel. GG! Ja, Alter. Ich esse eh kein billiges Fleisch, wenn ich ehrlich bin. Ich fahre meistens wirklich zum Bauer oder ich fahre zu Frische Theke, ne? Also wo man auch nicht weiß, eine frische Theke, ob das wirklich so gut sein soll, wie der. Das macht mir immer Sorgen. Naja, das ist es halt auch. Also. Wenn wir Fleisch essen, dann gucke ich halt auch drauf, weil es schmeckt auch halt einfach besser. Das muss man auch dazu sagen. Nicht nur, dass es dann den Tieren vielleicht am Ende hilft und jetzt ich auch, das auch der Wirtschaft, aber es... Ich finde das auch echt eklig, das billige Fleisch halt jetzt, ne? Ja. Ich finde es echt eklig, es sieht eklig aus. Ist schwierig. Deswegen... Snack du mal, so. Ne? Okay, dann würde ich mich Ich hab Level ab. Noch einmal voll machen hier. So. So. Ich suche ganz halt meine Pfeile und die sind einfach ganz. Ach komm, ey, ich hasse mich. Hast du Dingens auf Wandern wiedergestellt? Auf wen? Max? Ja. Hast du doch auf Wandern gestellt, hast du gesagt. Ja, du musstest nur dringend an ihn ran, als ich los bin. Ach so. Ja, aber okay, dann stehe ich mal von. Der ist nicht mehr da. Ich glaube, den hast du schon aufeinander gestellt. Wo ist der? Oh nein! Guck mal, wie der da festgebackt ist gleich. Wo der ist versucht, den Fels hochzuklettern, wenn du reinkommst. Oh nee, Alter. Hä, aber warum rafft der denn nicht von sich aus, wo die Begrenzungen sind? Ich weiß es nicht.
So, wie viele haben wir hier? 47, nehme ich erstmal. Komm mal her. Oh. Warum greift der denn so einen an? Ach so. Junge, jetzt leg dich doch hier nicht mit jedem Karl Arsch an. Boah, der Frederik ist doch ganz schön schwach, ne? Hm, warum? Hat, kaufe ich nur noch von Beyond Meat oder der Aldi Lidl Geschichte, merkt man sowieso nicht, weil Hack einfach keinen eigenen fruchtigen Geschmack hat. Da hast du recht. Aber man würde jetzt sehen, wenn der Hack frisch durchgedreht wurde, ne? Aber man erkennt es auch an der Farbe, finde ich, ne? Also, schwierig. Ja, also ich bin im Prinzip, wenn es um Hack geht, gehe ich eigentlich immer an eine Theke und hole mir das. Das macht keinen großen preislichen Unterschied und ich weiß auch nicht, wenn ich so. Und es ist immer im Angebot. Ja, und ich. Wenn ich dann diese komischen Plastikverpackungen da sehe, wo dann noch so ein. Weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, wie lange das da schon liegt, wo das herkommt, was das soll. Und an der. Ich meine, das klingt jetzt bescheuert, aber an der Theke habe ich mehr das Gefühl, dass das ein bisschen lokaler und frischer ist, weißt du? Ja. Natürlich kann ich da auch nicht von ausgehen, aber. Ich habe auch weder Zeit noch Geld, mich da jetzt ewig damit zu beschäftigen, wo das Fleisch jetzt herkommt, welche Kuh da was gefressen hat. Das kann man mal machen, aber so für mal eben ist das immer schon ein bisschen schwierig, ne? Und meistens greifen wir dann doch auf so, wenn wir zum Beispiel vom Bauern, wo wir im Urlaub waren, eine riesengroße Zucchini bekommen. Und einen riesen, oh, den Kohlkopf haben wir auch noch, scheiße. Oh, Kohlsuppe. Erstmal abführen. Ab geht's. Also Kohl ist geil, aber ja. Mir fällt das gerade ein, dass wir da auch mal lange so eine Kohlroulade, ne? Oh ja. Oder Kohl, Eintopf und so eine Geschichte, schon geil.